Und da bin ich schon wieder. Auf dem Weg zum Haus von Lady Mirage. Oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Es müsste jetzt ja hier irgendwo um die Ecke sein. Da. Ich habe ihr Haus gefunden. Im Silberviertel natürlich. Nicht im Goldviertel, nein, im Silberviertel. Hallo. Good day, dear sir. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? Gehen wir direkt mal auf diese Lichtung ein. I need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corcillion. Can I help you with any other matter? Das war's eigentlich schon, jo. My lady, I have to go. Goodbye. Also. Sir de Corcillion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed, and I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve. But several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand. But I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Dunkus of your decision. Okay. Also hier sind wir ganz schnell reingekommen, jetzt muss ich den Weg selber wieder rausfinden. Also. Es wurde nun überlegt, dass man den Zutritt gewährt, dass die diese Lichtung wieder beforsten können. Allerdings soll zunächst der Mörder gefunden werden. Was verständlich ist, ne? Die anderen Holzfäller-Kameraden. Was ist los? Was will ich? Die Quest ist aktiv. Macht der Holzfällerei. Mit Dankes sprechen, ne? Da muss ich jetzt hier irgendwo wieder reisen, genau. Da gehe ich aber am besten zu meinem Haus. Da habe ich auch eine Reisemöglichkeit. So, weiter. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir sollen den Mörder finden. Denn die ganzen Holzfäller-Kameraden, da kann ich, ist ja klar, wurde jemand ermordet. Die wollen gern wissen, wer es ist. Und sie wollen natürlich, wenn man so nimmt, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen sollen wir jetzt wieder mit dem Anführer aus diesem Dorf sprechen. Und dazu reisen wir einfach mal dort wieder hin. Das war jetzt mal so mehr oder weniger kurz zusammengeschnitten. Und von der Länge her genauso lang wie das, was die vorher gesagt haben, aber ist egal. Ich habe es quasi einfach nur wiederholt.
Dann suchen wir uns jetzt mal den Anführer auf. So, hier rein. Hier ist der Wohnsitz von ihm. Ich glaube, wir waren noch gar nicht drin, ne? Nee. Und das bedeutet, wir können noch plündern. 3 Stück waren es bisher immer in den Häusern. 1 habe ich. Hier ist die 2. Und hier drüben ist die 3. Ist immer das Gleiche. Ja, es waren wieder 3. Okay. Bertir Tumad. I am Dunkas, the Mal and the Donegad of the Gigido. You're very strange for Renaise. Who are you? My name is Desarde. I am the legate of the merchant congregation. You are a Lugayr Blau? Oh, I didn't know there were Onal Manawi amongst them. They may not be so different from us after all. What brings you here, Onal Manawi? Ja, sprechen wir einfach mit dem. Was kann denn so? Sprechen wir was mit seinem Clan. Ne? Erstmal ein bisschen Allgemeines. What can you tell me about your clan? We are the Beraig Nodas, the bearers of lifeblood. We earned this name by bringing the trees and the earth back to life, by restoring balance. There are a lot of Onal Manawi here. It is true. We were already healing the earth before the bond existed. Bond just made us better. Many of us have chosen to follow this path because we are proud of our role amongst our brothers. Our village is home to the largest amount of Donegada, along with maybe Vishkadir. Is there anything else? Das war ein bisschen was zu seinem Clan. So, was? Erstmal fragen wir noch über sein Dorf und danach werden wir mal. Was er so allgemein über die Siedler denkt. Tell me about your village. We used to be nomads. We would go wherever Tyr Freddy needed us until we healed the place. But the people of the sea came and hurt this place so much that my people had to stay here for a long time. For so long that they created this village, Vigigido, the place of the healed wound. Is there anything else? So, und jetzt noch die Siedler. What do you think of the settlers from the continent? I think they behave like naughty, unruly children. They take what they want and break what they own without even understanding what they are doing. But they can learn and grow. And who would kill unruly children for being mischievous? Is there anything else? Das war gut erklärt. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Lichtung. At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely, to accomplish your rituals or heal the area. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the ochreberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? 3 woodcutters died after eating the meat of an Andrig after it was killed by a venomous Dorsentat. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochre berries... We know that you are responsible for this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkas, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugayr Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest
that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugaid Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renaigse came back, and I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Dunkers. Qua awalem seg. Und schon habe ich die nächste Aufgabe gehalten. Also hat sich herausgestellt, dass natürlich dieser, wer ist der Duncan, ne? Der Dank ist, der andere ist gerade nicht mehr da, den ihr Medizinmann oder wie auch immer, der beschuldigt jetzt die Holzfäller, dass die dumm waren, die hätten ja bloß diese Ockerbeeren essen müssen, dann wären sie nicht dran gestorben, aber dennoch ist es ja schon ein Vorsatz, was er da betrieben hat. Jetzt geht es darum, etwas mit der Mine. Mal was schauen, welches Quest das ist. Ich will den Hauptquest aktivieren und meinen Nebenquest weitermachen. So, das Quest. Hier. Soll zu der verlassenen Mine. Da kann ich aber den Reisepunkt nehmen. Muss ich nicht erst hier hinterlaufen. Zu der verlassenen Mine, die jetzt anscheinend wieder aktiviert wurde. Und wenn der Berg einstürzt, wie er ja gesagt hat, werden tausende von Menschen sterben. Und das soll ich verhindern. Und nur dann wird er der Vereinbarung zustimmen. Also geht's wieder hierher. Zum Lager. Ah, nein, hier. Lager der Holzfällerei. Da will ich hin. Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig gestoppt habe. Deswegen habe ich nochmal gedrückt. So, und dann werden wir jetzt einfach weitergehen. Weitergehen. Jetzt sind wir hier im Lager. Und da sind wir jetzt zu der verlassenen Mine. Okay. Auf geht's. Steht noch jemand da? Mitten in der Nacht, da steht keiner hier. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Und erkunden dieses Gebiet. Das ist diese Lichtung. Ah, der ist aber schnell. Der ist mal ganz schnell entkommen. So. Mal ein bisschen ringsrum schauen, dass ich hier gar nichts übersehe, wenn ich überhaupt hier ringsrum laufen darf. Ja, darf ich? Gut. Dass hier da noch irgendwo Kisten oder sowas sind, die man plündern kann. Das hat man ja schon in einem vorhergehenden Video gesehen, dass es, da gab es mal eine schöne Kiste, da habe ich auch aus meiner Sicht gute Ausrüstungsgegenstände gefunden. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Hier ist auch nichts. Halt alles sehr weitläufig. Da muss man auch schon mal genauer hinsehen, was man hier alles so hat. Jo, ist jetzt auch nichts geworden. Können wir aber ein bisschen schauen. Sehr wahrscheinlich wird es Dinge geben, die ich einfach übersehe. Ich hoffe einfach, dass es dann nicht allzu viel ist, was ich übersehe. Aber mehr als laufen und schauen kann ich nicht tun. Solltet ihr zwischendurch immer etwas sehen, was ich nicht aufgenommen habe, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Für mich ist es dann allerdings schon zu spät. Viel zu spät. Schauen wir uns mal ein bisschen die Gegend an. Den kleinen Wasserfall. Da ist auch nichts. Komm, geh weg. Ich will hier durch. Genau, mach Platz. Los, Platz. Boom. Sagen wir die Ecke auch. Ist wirklich nicht viel.
Dann gehen wir mal hier lang. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier links, wahrscheinlich wieder ein Lager oder so. Sieht nach einem Lager aus. Dann haben wir jetzt noch ein Lager hier und können das nächste Mal direkt hier herreisen. Sind dann weniger Wege zum Laufen. Da ja auch keine Gegner sind, würde sich dieser Weg des Laufens auch nicht lohnen. So, wen haben wir denn hier? Darf man jetzt einfach hier rein oder meckern die rum? Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. So, ich darf also hier nicht rein. Mal schauen, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Uralten Ruinen. Okay, ich darf jetzt nicht rein. Ich muss da mit anderen sprechen, um da was herauszufinden. Soll ich es nochmal versuchen? Sorry, this is private property. Brech mal ab, so hat man gerade eben schon. Also ich darf hier nicht rein. Das hat sich damit schon mal erledigt. Hier darf ich jetzt einfach nicht weitergehen. Dann werden wir jetzt mal immer hier sind, noch diesen Bereich erkunden. Dann gehen wir mal. Diese Renegade müssen nicht ernst genommen haben. Wir sollten einen closer look. Die Aktivität in der Mine. Okay. Kann ich hier doch weitermachen? Dann gehen wir mal hier an die Seite. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. Okay, ich dachte, ich muss irgendwelche Dokumente finden. Started digging under the mountain again. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. They use captives from the villages to dig their mine. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Corsillon. I hope that our nation is not involved in this business. Okay, es geht also wieder zurück zu Sir de Corsillon. Um herauszufinden, ob er was von dieser ganzen Sache hier weiß. Denn hier werden Sklaven gehalten. Und ich glaube, das ist nicht so gedacht. Ja, hier haben wir noch einen Baum. Baum mit Strauch. Es gibt einen Baum mit Strauch. Da war ein Fuchs. Er ist tot. Denn der Fuchs hat die Gans gestohlen. Aber er hat sie leider nicht zurückgegeben. Hm? Hat er wohl schon gefressen? Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir wollen jetzt wieder zurück zu Sir de Corsillon. Also wieder zurück in die Stadt. Wir könnten aber erstmal zu dem Lager, Heimatlager der Eingeborenen, um dann mal das Stück hier noch zu erkunden, wenn wir immer hier sind. Das werden wir erstmal machen. Nee, nicht ausruhen, hier reisen. Müssen wir mal kurz gucken. Hier reisen, das ist die Taste Q. Bleib mal hier und zwar zum Heimatlager der Eingeborenen. Da sind wir noch ein bisschen schneller hier. Da sind wir wieder hier. Sind eigentlich die großen Gegner wieder da? Waren doch hier unten, ne? Ja, die sind auch wieder da. Ist interessant, jetzt könnte man die großen nochmal besiegen. Das Ganze nochmal für ein paar Erfahrungspunkte. Mal kurz schauen, wie sieht es mit Erfahrungspunkten überhaupt aus? Kann man das überhaupt sehen? Gute Frage, gute Frage. Fähigkeit. Im Angriff bin ich schlecht, Magie bin ich besser. Okay, hier sind die Erfahrungspunkte. Oh, fehlt gar nicht mehr viel. Könnte man vielleicht sogar mal... Könnte man den Angriff in Angriff nehmen? So.
Wir haben doch hier noch auch andere Möglichkeiten. Die Schattenexplosion zum Beispiel ist auf der 4. Gehen wir mal hier ran und machen das. Hey, wo kommt der denn her? So, wenn wir da ein bisschen ausweichen. Bleiben wir dem ein bisschen mit an. Oh, da bin ich gerade noch so weggekommen. Bei dem allerdings nicht. Jetzt wird das wieder heiß hier. Das geht heiß her. So, da ist auch schon Level up gewesen. Das Ziel ist also erfolgreich. Mal ein bisschen in die Richtung. Weich mal noch ein bisschen aus. Schau mal, wie die Gegner so geschwächt sind. Nicht so sehr. Ah. Nicht zu mir. Was soll denn von mir? So, ihr greift den, dann schwäche ich ihn noch mal ein bisschen mit. Er hat mich auch noch erwischt. So, der ist auch weg. Ja, könnte ich. Ich warte auch mal lieber ab. Ein bisschen ausweichen. Ah. Von wegen ausweichen. Oh. Der hat mich jetzt aber ordentlich erwischt. Jetzt nehmen wir mal kurz den Rückzug. Zur Sicherheit sind hier einige Gegner schon draufgegangen. Das Level-Up habe ich auch erreicht. Schauen wir direkt mal, haben wir einen neuen Fertigkeitenpunkt bekommen. Eine Schattenexplosion ist halt nur etwas um ringsrum. Deswegen werden wir mal ausweichen und schneller angreifen. Nehmen wir mal den Punkt. Nach dem Ausweichen kann man schneller angreifen. So. Das ist eine gute Frage, wann heilt die mich eigentlich zwischendurch? Weil manchmal heilt sie mich, manchmal nicht. Vieh lebt ja nicht mehr. Das haben wir alles schon mal mitgenommen. Stelle ich mich mal hier oben hin. Ah. So, gehen wir mal weg. Schauen das Ganze mal aus der Distanz an. Du bleibst dort, du greifst mich nicht an. Ne? Dann greife ich nämlich den hinten an. So. Jetzt warten wir, bis sich meine Energie wieder auflädt. So, der ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. So, viel Schaden hat er jetzt nicht genommen. Ich glaube, der Kurt hatte Probleme mit dem Kämpfen. Da werden wir deswegen auch mal kurz den Rückweg antreten. Dass beide wieder herkommen. Da sind sie beide wieder geheilt. Ich habe auch wieder mehr Lebensenergie. Also Sierra hat mich zwischendurch auch etwas geheilt. Dann gehen wir wieder in den Kampf rein. So, ich habe 70 Munition. Ja, nochmal eine Falle, ne? Schauen wir mal kurz. Elementar, Magiefalle 8, Giftfalle 9. Falsch. 5. Ich habe 9 Stück und eine 5 muss ich drücken. So war das. So.
So, greif mal wieder. Wo kam der denn plötzlich her? Ich dachte, er greift meinen Begleiter an und dann kommt er plötzlich auf mich zu. Hier ist ja was los. So. Was ist das? Das war's. Die Falle ist noch nicht durch. Dann nehmen wir sie wieder mit. Und jetzt schauen wir mal direkt, was es eigentlich gebracht hat. Wo war denn das hier? Ja, also ich hatte ja noch 400 Labisch Erfahrung gebraucht. Also knapp über 1000 habe ich jetzt allein durch die gekriegt. Also es lohnt sich schon, hier vielleicht öfter mal vorbeizukommen. Ist immer ein gewisses Risiko. Aber Ziel war ja jetzt auch hier erstmal noch weiter, das Gebiet da in diese Richtung zu erkunden. Da laufen wir mal noch ein bisschen. Sehen, ob wir noch andere Gegner finden. So, was haben wir denn hier so? Hier ist wieder ein schönes Gebiet, wo man hinterrücks angegriffen werden könnte. Das war's auch schon. Hier komme ich nicht durch. Damit hat sich dieser Weg auch schon erledigt. Also geht es wieder zurück zu Sir de Cousillon. Und dazu werde ich am besten dieses Lager wieder aufsuchen, das ja irgendwo hier drüben war, genau. Hier ist das Lager. Gehen wir auf Reisen. Und Ziel ist wieder Neu-Serenay. Gehen wir wieder in den Wohnsitz. Und ab geht die wilde Fahrt. Sind wir wieder im Lager gelandet. So. Da sind wir wieder im Wohnsitz. Ja, noch nicht ganz. Aktuell ist noch der Ladebildschirm. Jetzt ist es der Wohnsitz. Und es geht wieder auf zum Sieur de Consignon, also wieder der ganze Weg bis ins Obergeschoss. So eine Weile rennen. Aber ich kenne den Weg. Die Treppen hoch. Durch die Tür nach rechts. Wieder durch die rechte Tür. Und da geht auch die Treppe hoch. So, sind wir oben, geht's hier rum und dann war es einfach gerade durch. Dann sind wir da und schon sind wir wieder hier. Und da ist das schöne Skelett. Okay, so, sprechen. Sir de Corsilio. The sad day, my young student. What can I do for you? So, dieses Mal geht es um diese Ausbeutung der Mine. I've come to ask you about a mine near Vigigador. It was closed for a long time for security reasons. But someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured, and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he's above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry, we'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilio. Also das gleiche nochmal. Ich muss wieder Dokumente in den Archiven suchen. Und der gute Herr hat sich natürlich ganz nach oben gesetzt und die Archive sind ganz unten. Damit ich ja jede Menge Bewegung habe. Also Treppe wieder runter.
Und dann war das ja gleich die Tür hier. Und dann geht es dann auch weiter runter. So, hier blinkt doch was. War das letzte Mal schon so. Da habe ich ja nicht drauf reagiert. So, jetzt haben wir es. Und mal die Goldmünze noch mitnehmen, ne? Durch diese Tür. Dann vermutlich wieder durch diese Tür. Und diesmal liegen die hier vorne. Okay. Besitzurkunde eines alten Minengeländes, das Meister Meyer gehört. Dieses Schriftstück ist im Rechtsjargon verfasst. Es handelt sich um eine Besitzurkunde für Meister Meyer, die sich auf einige Ländereien in der Region Quenoir bezieht, darunter eine alte Mine. Das Dokument wurde von Lady Morange unterzeichnet. Du wirst ihre Hilfe brauchen, um die gesamten rechtlichen Besonderheiten zu verstehen. It seems as though you can't decipher the glyphs of your own people's document. I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. Also auch hier geht es wieder zu Lady Morange. Und damit gehen wir wieder raus. Und irgendwie ist das ein Déjà-vu, denn in der letzten Folge sind wir rausgegangen, um danach zu Lady Morange zu gehen. Und in dieser Folge gehen wir raus aus dem Gebäude, um dann in der nächsten Folge zu Lady Morange zu gehen. Das ist doch eine schöne, wiederkehrende Geschichte. Also sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.